Ich möchte mit dir schlafen. Wo denn? Am Fluss. Geprost. Geprost. Guck mal, hier fällt Wasser runter. Und da oben ist Rohr mit Dampf oben drauf. Durchfallfarbene Hähnchenfleisch. Guck, die antwortet mir. Geprost. Ich grüße dich, Dume. Ich grüße dich, Andreas H. Guck mal, das hier, das ist ein Naturschutzgebietsee. Hier fallen Vögel auf das Wasser drauf. Die machen Seemannskörper rein. Also besonders in der Sommerzeit sind es ganz viele Vögel, die das machen. Ich wäre ein Ziegenmilchgesicht mit Schamhaaren, die da dran wachsen. Das finde ich toll. So, guck mal. Guck mal hier. Da vorne ist Autobahn. Und ich zeige dir gleich, wo ich schon mal zweimal drunter geschlafen habe. Jawohl. Genau hier habe ich zweimal drunter geschlafen. Und es hat geklappt. Aber danach hatte ich einen richtigen Ohrsturz gehabt. Ich hätte da nichts mehr gehört, oder? Okay. Und das geht die ganze Nacht so lang. Ey. Das ist eine richtig geile Geräuschkulisse. Da weißt du, was du die Nacht über gehört hast. Oh Scheiße, mein Wagen ist umgekippt. Das ist richtig widerlich. Das ist scheiße. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das ist richtig scheiße. Das ist Katastrophe kaputta. So, wir haben jetzt einen perfekten Platz gefunden, am Fluss. Das ist ein richtig gechillter Platz, ein richtig guter Schlafplatz. Und hier werden wir gleich grillen und Feuerchen machen. Oh ja, hier werden wir unseren Schlafplatz aufbauen. Ich habe schon ein bisschen hier, der mit dem Wolf tanzt, platt getreten hier alles. Dass uns hier nichts piekt. So, ich bin gerade dabei, das Tarp aufzubauen. Und ich werde jetzt dieses Mal das erste Mal diese neuen Heringe mit den neuen Seilen benutzen. Die werden heute so richtig benutzt. So, der Schlafplatz ist aufgebaut und es hat angefangen zu regnen. Also hier tropft das hier rum. Genau. Und genau, Hauptsache wir sind unterm Tarp. Da werden wir heute pennen. Wir werden hier übernachten. Wir werden genau hier schlafen. So sieht das hier aus. Und man hört hier diese ganzen Regengeräusche. Na? Eine Kamera ist umgekippt. Und hier machen wir Lagerfeuer. Ja. Das wird uns alle später so richtig verräuchern. Wir werden so richtig nach Rauch stinken. Jetzt wird das erste Mal dieser Küchenbrenner so richtig benutzt. Den habe ich aufgefüllt. Oh ja, der Küchenbrenner wird das erste Mal so richtig benutzt. Es wird was. Klar, habe ich auch hier angesetzt, die Brühe. Jetzt wird mein Gasgrill so richtig benutzt. Jetzt wird Nackensteak gegrillt. Das ist richtig geil.
Das werden wir gleich fressen. Das könnte ich nur empfehlen. Und sie macht weiterhin Feuer. Sie versucht es unter Regen anzumachen. Ja. Es regnet hier rum. Ich werde dich gleich zum Essen einladen. Oh, da freue ich mich aber. So, ich werde jetzt versuchen, das Grillfleisch zu wenden, umzudrehen. Das klebt hier rum. Na. Ah, Scheiße. Mann. Widerlich. Na ja, klar. Es muss da natürlich runterfallen. Der ganze Dreck muss weg. Aber das ist noch lange nicht fertig. Das muss doch ganz lange so braten. Also grillen mit einem Gasgrill. Damit das voll cool schmeckt danach. Das soll nicht roh oder so sein. Ich muss sie ja zum guten Essen einladen. Nicht zu so einem rohen Fressen. Es muss richtig geil durch sein. Boah, ich mag das durch. Es soll genauso durch sein wie mein Kopf. Guck mal hier. Ich wollte gerade meine Box rausholen. Und die ist so richtig voll gefettet. Weil hier vorne ist Salat und dieser Salat ist in billig Brotdosen drin. Und das ist natürlich ausgelaufen. Also das war jetzt heute zum ersten Mal im Test, diese Dosen. Und natürlich ist das ausgelaufen und hat hier mal eine Box voll geschmiert. Aber die funktioniert immer noch. Das ist eine gute Box. Und die ist so richtig voll gefettet. Genauso wie mein ganzer Rucksack. Der ist auch komplett durchgefettet. Das ist richtig scheiße. Das sind richtige Scheißdosen. Die müssen weg. Es müssen bessere Dosen her. Weil die sind richtig scheiße. Die sollen nicht auslaufen. Das ist scheiße. Weil nicht, dass dann diese ganze Technik kaputt geht. Aber die funktioniert noch, diese Box. Deswegen ist das eine gute Box. Das ist eine richtig gute Box. Ich werde es schon wieder umdrehen. Das Fleisch. Wir prüfen, ob das dieses Mal schon wieder runterfällt. Weil das ist Grillfleisch. Ja, ich habe es erfolgreich umgedreht. Ich hab's geschafft. Ich bin an der richtigen Mikrobe. Ich hab's geschafft. Oh Scheiße. Meine Gaskartusche ist leer gegangen. Wir haben kein Feuer mehr. Wir können das nicht warm machen. Du hast aber noch eine mit, oder nicht? Hm. So? Oh ja. Ich habe noch eine Ersatz-Dings mit. Jetzt wird das hier rangemacht. So, ich habe gerade eine neue Gaskartusche dran geschraubt. Und jetzt dürfte es funktionieren. Wir sind zu viel gemacht. Ich bin eine richtige Drecksau. Das Fleisch verbrät. Das muss richtig, das muss gut werden. Oh ja, es wird wieder Zeit, das Fleisch zu wenden. Na. Das ist richtig ekelhaft. Fleischwenden ist schwierig. Und jetzt, guck mal hier. Ich hab einen Move. Das ist Kräuterbaguette. Das wird jetzt auch gebraten. Ich werde das da draufstellen. Auf diesen Gasgrill. Jawohl. Dieser Fleisch, der ist gleich fertig. Den werden wir gleich essen. So, ich glaube, dieses Fleisch ist fertig. Das wird jetzt auf diese Scheißteller draufgetragen. Das Fleisch ist auf den Scheißteller draufgetragen. Oder draufgelegt heißt das, genau. Und jetzt wird dieser Baguette gebraten. Damit wir es gleich auch essen können. Das werden wir uns oral einführen. Oh ja, jetzt werden diese Dinger hier auch mit gebraten. Börek. Gegrillt heißt das, genau. Hast du was zum Umdrehen? Hier, das, ne? Ja. Das ist ein Titanenspork. Das hat Dr. Bernd Hindert gefärbt. Das ist quasi Löffel, Gabel, Bieröffner in einem. Vielen Dank an Dr. Bernd Hindert für diesen Titanspork, was gefärbt ist.
Und vielen Dank für das Natururinmesser. Mit einer originalen Natururin-Reingravierung. Das ist ein richtiger Natururinmesser. Guten Appetit. Guten Appetit. Schön, dass du mich zum Essen eingeladen hast. Wir müssen uns ja Messer teilen, ne? Wie schaut das aus? Das Fleisch ist durch. Das ist genauso durch wie mein Kopf. Das ist richtig geil. Das schmeckt gut. So, die neuen Fleischstückchen sind drauf. Die müssten jetzt gewendet werden. Boah, die sind noch voll lapprig. Total, noch total roh. Die müssen fest sein. Die müssen genauso durch sein wie mein Kopf. Das ist wichtig. Die müssen sich beeilen, die Dinger. Was ist das ein Scheißfleisch, wenn sich das nicht beeilt? Es muss fertig werden. Es wird wieder gewendet. Ich habe erfolgreich gewendet. So, Fressenportion Nummer 2 ist fertig. So, meine Kameralampe ist alle gegangen. Und darauf jetzt Essen Portion Nummer 2 Start kommt. Hammer lecker mein Nudelauflauf, Nudelsalat. So, hier übernachten wir heute. Guten Morgen, wir sind wach. Und die Sonne, die strahlt auf unseren Kopf drauf. Das ist cool. Und wir haben genau hier gepennt. Da, wo Fluss ist. Das war ein voll cool Pennplatz gewesen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich bin an Urinalbecken-Kalkablagerung vom allerletzten öffentlichen Toilette. Und das Wetter ist heute voll cool, aber es hat manchmal scheiße geregnet. Wenn ich das hier nicht aufgebaut hätte, dann hätte es die ganze Zeit auf unser Kopf getropft. Aber jetzt ist voll cool Wetter. Wir werden gleich darauf Koffein herstellen. Oh, und uns fällt auf, dass hier, das räumen wir dann später weg, aber da lag noch ein Stückchen Fleisch rum. Und dieser Fleisch, der ist irgendwie abgehauen über Nacht. Der ist verschwunden plötzlich. Der lag hier auf diesem Teller drauf. Ich bin damals vom Wickeltisch gefallen. Ich habe da einen Seemannskörper runtergemacht. Das war nicht zu empfehlen. Das hat Knacks weggemacht. Das hat sogar mehrere Knacks weggemacht. Oh ja, die Koffeinherstellung ist abgeschlossen. War das blubbert genauso wie mein Mund, wenn mich ein Fuchs gebissen hat. Wenn die was gebissen hat? Wenn mich ein Fuchs gebissen hat, dann kommen Blubberblasen aus meinem Mund raus. Echt? Ja. Weil du ja toll Wuchs hast. Oh ja. Ja, noch ein bisschen zu heiß, aber draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Das kann ich immer wieder empfehlen. Ich sehe voll verschmiert aus. Guck mal. Voll Fettschiff. Voll Fettschiff. Voll Fettschiff. Schiff mit Fett dran. Voll Fettschiff. Guck mal, hier haben wir gepennt. Und ich zeige euch den Fluss. Genau, hier vorne ist dieser Fluss. Ich habe hier schon mal diesen Fluss geschwommen. Da habe ich meinen Kopf darunter reingedrückt und habe da Blubberblasen gemacht. Das weiß ich noch. Und in diesem Fluss schwimmen Seehunde rum. Aber ich habe noch nie welche gesehen. Ich will die mit meinen verseuchten Augen mal angucken. Genau hier. Und nicht irgendwo in so einem Meer oder so, sondern hier will ich das angucken. Jetzt werden Holzbalken gespaltet. Ach so, wir wollten ja gestern hier Feuer machen.
Aber dann waren wir zu faul gewesen, dass wir das anzünden. Weil das hat dann geregnet und so weiter. Und wir hatten Bock zu fressen, zu grillen und so. Und deswegen haben wir dann aufgegeben. Aber heute machen wir Feuer. Gestern war Scheißwetter. Prüfen, ob später auch schon wieder Scheißwetter ist oder nicht. Aber jetzt wird erstmal Holzbalken gemacht. Holz wird angemacht mit diesem Zeug in Farbe Orange. Es wird zwar so langsam, aber wir brauchen genau dieses Luft, was in meinem Kopf drin ist. Ja, ganz viel Luft. Das muss dagegen pusten. Aber ich weiß, aber ich bin zu faul dafür, meinen Kopf aufzuhebeln, um das freizulassen. Damit ich das dagegen schieben kann, dieses Luft. Ich glaube, wir nehmen die Luft sonst aus der Natur. Ich glaube, du musst dein Gehirn nicht aufhebeln dafür. Naja, aber das wäre doch interessant fürs Video. Guck mal, wir werden hier belästigt. Und es brennt rum. Es brennt, es brennt, es brennt rum, es brennt. Das Feuer brennt gut, aber es fängt an zu regnen. Ja. Das tropft auf unseren Kopf drauf, das nervt. Der Regen muss weg, nicht dass dieser Feuer dann irgendwann ausgeht. So, langsam ist Dunkle gekommen und das Feuer schon, das brennt immer noch. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja. Obwohl das hier rumtropft auf unser Kopf. Ja, ein bisschen. Gleich wird Essen gemacht. Es wird Samyang gemacht. Samyang Cheese. Auch das muss ja mal gemacht werden, dann so outdoormäßig. So. Cheese! So, Deckel drauf. Und warten, dass es kocht. Cheese! So, jetzt schauen wir mal. Ah, Wasser kocht. Das ist sehr gut. Was ich vorhin übersehen habe, dass hier sogar eine Anzeige ist, wo man Wasser, das sieht, wie viel man Wasser reinmachen kann. Ich habe das jetzt auf gut Glück gemacht. Aber es sieht gut aus. Hoffentlich hält das Gas durch. Bis 1,5 Liter. Ansonsten müssen wir die Spieße doch hinten auf dem Feuer grillen. So, ich würde mal sagen 3 Minuten, wa? So wie toll es kocht. Das ist auch schön, dass das hier der Griff, ne? Der wird gar nicht heiß, wenn man ihn abnimmt hier. Oder beim Kochen nicht heiß. Ist gut. Samyang. Leider sind an den tollen Natururinmessern hier. Achso, nee, das ist gar nicht das, ne? Aber das andere hier auch. Das ist ja eingraviert. Ist das andere gar nicht mit? Da. Natururin. Voll süß. Versuchen wir mal die Soßentüte aufzuschneiden. Das könnte jetzt lustig werden, weil, wie gesagt, an denen ist leider keine Schere mehr dran, ne? Oh, ja. Ah, sieht gut aus. Stellen wir hier rein. So, die andere, die geht so aufzureißen. Da brauchen wir das Messer gar nicht für. Super. Ich glaube, das Essen ist nämlich gleich soweit. Wir brauchen ja gar nicht so lange. Ja, ich würde sagen, ich kippe ein bisschen Wasser ab. Und dann kann das losgehen. Es spritzt rum. Es spritzt. Es dampft. Es spritzt und dampft. Es ist heiß. Das ist Nudelwasser. Wasser mit Stärke drin. Da kommt auch viel raus, ne? Weil Wasser was stark macht. Samyang Bulldog Cheese. Die habe ich mir übrigens hier gekauft.
Wir haben nämlich zufälligerweise einen Asia-Shop entdeckt und da musste ich ja gleich mal rin. Und da gab es die. Hab ich gleich zugeschlagen. Aber leider hatten sie keine neuen Sorten. War ein bisschen ärgerlich. Eigentlich sollte man das ja nicht machen, oder? Aber ich habe Soße dran, ne? Ja. Abschlecken, weil die Soße ist schon übel scharf und färbt auch sehr gut. Das sind regelfarbene Finger. Gestern gab es eine kleine Verletzung, aber das sieht man bei mir schon gar nicht mehr da. Vom Holzhaken. Mal hier reinleuchten, ich sehe sonst nichts. Oh ja, ja, das ist jetzt schon fast unten an. Ja, so, der letzte Part. Es muss noch das Pulver, das Käsepulver rüber. So, meine Vorspeise ist angerichtet. Du kannst die Spieße machen. Jetzt Spieß machen, Start kommt. Oh. Aufgefangen. Das war gut, ne? Ich hab die Nudel aufgefangen. So. Jetzt darfst du ran. Jetzt werden Spieße gebraten. Die werden jetzt so richtig durchgegrillt. Die sehen voll cool aus. Diese Spieße hier. Die werden gleich so richtig cool aussehen. Ich mag das zu fressen. Die müssen cool sein gleich. Ich habe noch nie Spieße auf diesem Grill hier gebraten. Gegrillt. Schmeckt. Wenn du jetzt scharfe Nudeln essen würdest, ne, könnten wir Susi und Strolch machen. Das Fleisch ist immer noch nicht fertig. Das hat irgendwie voll lange. Ich weiß nicht, da irgendwas verstopft, weil das hat doch irgendwie voll wenig Dampf drauf. Am Feuer. So, weil hier an diesem Grill etwas verstopft ist, dass der nur ganz, ganz viel zu leicht funktioniert. Also da kommt zu wenig Flamme durch. Haben wir jetzt die Grillspieße hier hingelegt. Damit die hier auf dem Feuer gegrillt werden. Und stattdessen werde ich diese Kräuterbaguettes hier drauf machen. Weil die brauchen ja nicht so lang. Genau, das mache ich so. Guck mal, ich habe den die erste Hälfte drauf gemacht. Guck mal, ich habe die zweite Hälfte drauf gemacht. Das ist Knoblauchbaguette. Das wird jetzt hier angebraten auf diesem Gasgrill, der ein bisschen verstopft ist, weil da so wenig Flamme durchkommt. Aber genau, das wird jetzt warm gemacht, damit das knusprig wird, damit sich das lecker anfühlt. Deswegen mache ich das jetzt warm. Hier drauf, also das brate ich, grill ich dann an. So, Essen ist fertig. Das ist voll cool fressen. Das Feuer brennt immer noch. Das ist cool. Das ist chillig. Achso, und hier auf diesen Stein, da haben wir die Spieße gebraten. Und danach gegessen. Die waren voll lecker. Guten Morgen, es regnet hier rum. Es regnet hier schon den ganzen Morgen rum. Wir kommen hier nicht weg. Dieser Regen, der nervt uns. Und guck mal, guckt euch mal diese Streifen hier an. Das ist Wasser, was von dort hier runter tropft. Und dann auf uns drauf. Es regnet schon die ganze Zeit hier rum. Aber wir kommen hier einfach nicht weg. Wenn der Regen aufhört, also komplett, dann packen wir die Sachen ein.
und laufen zurück. Und guckt euch mal diese Tropfen hier vorne an, wie die hier runterlaufen und hier irgendwie runtertropfen. Direkt auf meinen Kopf drauf. Und auf mein Gesicht. Das ist belästigend. Oh, da war eine kleine Pfütze drauf. Und guck mal hier, wir haben hier diese Grabkerzen die ganze Zeit angehabt. Damit es romantischer aussieht. Genau. Und hier, es hat scheiße geregnet die ganze Zeit. Es hat die ganze Zeit getropft. Das war widerlich. Aber jetzt hat das nachgelassen. Das heißt, jetzt zusammenpacken, Start kommt. Frühstück ist fertig. Jetzt wird abgebaut. So, die Sachen sind gepackt. Müll und Pfand ist da drin. Und da. Hier haben wir gepennt. Das sieht genauso aus, wie wir es vorgefunden haben. Und jetzt zurücklaufen, Start kommt. Wir gingen das an einem Imbiss. Wir sind gerade losgelaufen. Und hier vorne ist überall so ein versüffter Matschweg. Der ist richtig scheiße für den Wagen. Das macht die Räder schlammig und nass. Und meine Füße auch. Die werden so richtig durchnässt. Das ist ein richtiger Süffweg. Aber wir müssen da durch. Ja, links, rechts, Kombi. Schub, Schub. Er braucht Schub. Kleiner Abglitscher, aber noch gerade so gerettet. Ja. Wir driften nach rechts ab. Ah, das sieht gekonnt aus. Schub, Schub. Wegglitsch, aber wieder gefangen. Sehr gut. Note 3. Ja. Yeah. Durch die Modder geschafft. Das war ein richtig widerlicher Ranzweg gewesen. Mit Schleim dran. So, wir sind gerade den Weg durchgelaufen. Diesen schlammigen. Und darauf werde ich erstmal ein Bierchen. Geprost. Geprost. Ein Wegebier. Bis zum nächsten Imbiss. Guck mal da oben, da sind überall Vogelnester und mit Vögel drauf. Und wenn man da drunter durchläuft, dann scheißen die einen auf den Kopf drauf. Das machen die absichtlich, damit da keine Leute da drunter durchlaufen. Genau. Nur deswegen sind die da oben aufgebaut. Oh, guck mal hier. Hier läuft eine rote Milbe rum hier auf meinem Rucksack. Die sieht richtig geil aus. Die kommt mit. Die Milbe ist richtig geil. Die kommt auf jeden Fall mit. So, Mülleimer gefunden. Schub. Jawohl. Ich hab's geschafft. Ist abgeschlossen. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Guck mal, heute sind hier noch mehr Vögel drauf als wie vorhin. Also die hier auf diesem Naturschutzgebiet sehe, ihre Seemannskörper drauf machen. Das sind richtige Vögel. Ich bin richtig räudig und ranzig. Ja.
Jetzt Nico sagt auch immer, ich hole mir einen Döner. Dabei ist das nur eine Salattasche. Gruß geht raus. Hier vorne geht zu einem weiteren Video, wo Bierjunker auch mit dabei war. Wir haben da eine Sauftour gemacht mit ein paar mehr Leuten. Das könnt ihr euch alle geben. Das war lustig gewesen.